Hallo, okay, ich gehe heute zu einem Lash-Stylisten. Und zwar haben wir hier um die Ecke eine kleine Lash-Lounge. Und dort lasse ich mir heute ein Wimpern-Lifting machen. Was ist der Unterschied zwischen Lifting und Welle? Das werden wir wahrscheinlich auch erfahren. Und natürlich den Unterschied. Ich bin jetzt natürlich ungeschminkt. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Oha, Augenbrauen auch. Ja, dann lasse ich die mir auch gleich machen, ey. Hallo. Ebro, hey, grüß dich. Hallo. Cindy. Cindy. Du bist ja eine kleine süße Maus. So, Eva, ich wollte jetzt einmal kurz fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Wimpernwelle und Wimpernlifting? Also Wimpernwelle ist ja dieses, die Wimpern über ein Röllchen nach oben gerollt werden sozusagen. Genau. Man diesen Schwung ganz typisch reinbekommt. Okay. Das Wimpernlifting ist ein bisschen erneuert, würde ich behaupten. Also es ist eine neuere Art, die Wimpern zu schwingen. Da werden die Wimpern wirklich am Ansatz nach oben geliftet, womit wir echt an Länge gewinnen. Okay. Plus ein Schwung kommt noch rein, der nicht so extrem ist wie diese Wimpernwelle. Nicht so extrem. Genau, aber die Wimpern werden halt geglättet, nach oben geglättet, geliftet am Ansatz und es kommt noch ein Schwung rein, aber der ist nicht wie über das Wimpernröllchen wirklich so eine Rolle gerollt, okay, sondern mehr gebogen wirklich. Also aber nicht, also nicht so eine Ecke. So eine Da kommt keine Ecke rein. Ich würde sagen, schau dir einmal kurz mal den Wimpern an und dann können wir entscheiden, welches von den beiden wir nehmen, okay? Genau, ja. Also man sieht, ist nicht gerade viel da, ne? Hält das nicht so lange, bis sie wieder ausfallen, dann ja? Ja, genau. Also ein Zyklus. Zwischen 4 bis 8 Wochen, weil der Zyklus ja echt so unterschiedlich ist bei den Leuten. Okay. Und ich würde behaupten, so ungefähr ab der Hälfte bis Dreiviertel, wenn die Wimpern sich erneuert haben, ist dann nicht mehr so viel von okay. zu sehen. Hallo. Kuckuck, Hamza. Kuckuck. Bist du bei Mami? Sie entfettet jetzt einmal. Da ist ja auch eine Schicht Concealer drauf. Gleich sieht man meine Panda-Augen wahrscheinlich. Nein. Doch. Doch. Wenn irgendwas Unangenehmes oder so, immer Bescheid sagen, ne? Eva macht jetzt hier gerade noch mal ein bisschen Augenbrauenzupfen. Das ist hier gerade wie Urlaub für mich, Leute, ne? Es ist ja einfach mal Auszeit für sich selber nehmen. Ich glaube, sie hat jetzt hier gerade meine Augenbrauen gefärbt. Sieht man was? Ich sehe nämlich noch gar nichts. Ich filme hier gerade blind. Okay, jetzt wirkt hier auch gerade die erste Phase und dann kommt gleich die zweite Phase drauf, ne? Genau. Ja, das kennt ihr ja auch aus meinem Wimpernwellen-Video, was ich ja vor Jahren schon mal abgedreht habe. Ich merke gerade schon, dass wenn ich meine Augen aufmache, dass es irgendwie dagegen kommt. Oder kann das angehen? Okay, ich sehe es jetzt das erste Mal. Na, wie findet ihr das? Ich habe es noch nicht gesehen. Top. Ja? Sie hat auch die Wimpern gefärbt, by the way. Blau-schwarz, weil sie gesagt hat, das ist am effektivsten. Okay. Okay. Oh. Hä? Das sieht ja voll gut aus. Aber richtig. Das sieht richtig natürlich aus. Mhm. Und das bleibt jetzt so? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Das geht auch nicht runter? Nee. Also wenn ich dann aber 24 Stunden kein Wasser am besten. Das wirkt auch sogar noch ein bisschen nach. Wie, das heißt? Das kann sich immer noch mehr heben. Noch mehr heben? Mhm. Es ist so als Mama, ne? Man hat keine Lust, sich die Augenbrauen zu machen. Man hat keine Lust, sich die Wimpern zu tuschen. Gar nichts. Also so am besten einfach nur ein bisschen Make-up drauf. Und dann, so könnte ich jetzt schon rausgehen, finde ich. Ja. Super, herzlichen Dank. Gerne. Ey, das gefällt mir richtig gut. Du siehst sowieso immer top aus. Oh, danke. So, einen Tag später, ich habe Make-up drauf und jetzt habe ich mir nur meine Wimpern getuscht und ein bisschen Lippenstift drauf gemacht. Und ich zeige euch mal das Ergebnis. Also sie sind oben. Bei mir ist es nämlich normalerweise so, wenn ich mir sie tusche, so nach einer Stunde mit der Wimpernzange sind sie schon wieder so unten. Ne? Auch wenn ich wasserfeste Mascara benutze, nach einer Stunde down. Ja, es gibt Frauen, die lassen sich monatlich die Nägel machen. Es gibt Frauen, die lassen sich die Lippen aufspritzen. Es gibt Frauen, die, was weiß ich, machen sich monatlich Botox oder gehen zum Friseur, was weiß ich was. Das ist halt eine Alternative.
guck mal, ob ich sie in der Türkei finden könnte. Dann würde ich, glaube ich, weitermachen, weil es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, das Ergebnis. Man sieht einfach viel frischer und das Auge sieht geöffneter aus und der Lippenstift nervt mich gerade mega. Steht mir irgendwie nicht, ne? Also wie gesagt, Unterschied ist wahrscheinlich, dass die Wimpernwelle noch krasser gebogen ist und ich glaube, das ist auch nichts für mich. Das sieht einfach sehr, sehr natürlich aus und ich bin gerade super happy. Was lasst ihr euch monatlich machen? Was sind so Sachen, wo ich sage, ihr könnt, das kann ich gar nicht drauf verzichten? Sind es eure Nägel oder... Ja, ich habe meine gerade abgeschnitten. Ihr wisst, die waren total lang, ne? Dann benutzt ihr regelmäßig Wimpernzange. Was macht ihr für euch? Was tut ihr für euch? Das würde mich gerne interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.